Aus, lässt grüßen. Genau. Also. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit mir. Weil irgendwie ist ja so ein Trend geworden unter den Podcastern, dass man auch mal eine Episode mit sich selber macht, wo man von jemand anderem interviewt wird. Und ich habe da einen rausgepickt, der schnurrt noch mehr als ich, könnte man meinen. Der liebe Gabor Gaspar. Super Intro wieder. Besten Dank Gabo! für die Gell? liebe Gell? Vorstellung, dass ich wieder mehr Findest du schnurre. gut? Und ich muss jetzt da ehrlich sagen, ist nicht mal meine Idee gewesen. Ja, da muss ich definitiv auch zugeben, es war meine Ja. Idee. Ich habe mich fast aufgedrängt. Genau. Das heisst, heute überlasse ich dir das Moderieren und ich bin einfach der, der die Fragen beantwortet nach bestem Wissen und Gewissen. Und übrigens, das ist auch noch speziell, zum ersten Mal filmen wir es auch filmen, weil wir sind ein bisschen Content geil, wie ihr ja wisst. Vielleicht können wir da ab und zu mal eine Story hochladen oder so. Oder wir hauen es vielleicht mal auf YouTube. Wer Du, weiß. wer weiß, genau. Aber wenn wir ja schon mal da sind, wieso nicht mal aufzeichnen, was wir da Ja, genau. und mit Also, dir darf ich auch üben. Weißt, es ja. muss nicht immer alles perfekt sein, oder? Super. Und da ich ja mit meinen Bänkli-Talkings bin mir ja gewöhnt, aufgezeichnet werden, also nicht Genau. nur Ton, sondern eben auch Video. Genau. Von dem her bist du mit mir, glaube ich, ein guter Probegast. Yes, Machen wir es danke mal so. vielmals. Also Gabor, der Host ist dir. Also, wie nennen wir dich? Wunderbar. Also, dann auch von mir noch ein herzliches Willkommen. Und besten Dank, Fabio, gibst du mir die Chance, mit dir das Gespräch zu führen? Also mal da vorweg vielleicht. Ich habe jetzt wirklich, glaube nicht alle, aber fast alle Podcasts schon gehört. Und ich finde es wirklich cool, was du machst. Welcher ist noch nicht gelaufen? Du hast, glaube ich, mittlerweile schon zwei mit der AKW gemacht. Ja. Einen habe ich nicht gelesen, den mit der Hypothek habe ich gelesen. Ah, ich glaube, den mit Ah. der nachhaltigen Anlage. Ja. Siehst du, ich weiß Ja, es super. aber. Und dann nachher. Blinkt jeden Tag auf der To-Do-Liste Ja, irgendwie. geht so verstoben. Und dann nochmal irgendwie ein, zwei. Aber jetzt zum Beispiel gerade auf dem Weg daher habe ich, das ist, glaube ich, der neueste mit dem Richard. Richard Schäri, Ja, ja. den habe ich jetzt gelesen. Der ist krass, gell? Das ist einfach, sorry, 14 und erzählt, als wäre er schon seit, keine Ahnung, 40 und hat das Wissen oder eine Wahrnehmung von dieser Welt, die ich einfach mit 14 definitiv nicht kann. Yes, definitiv. Übrigens, noch schnell die, was nicht wissen, der Gabor und ich, wir führen ja den Finanzfreunde-Talk auf Clubhouse. Also die, die kein Clubhouse haben. Fragen, warum von all meinen Gästen habe ich gerade ausgerechnet den Gabor hier unter Interview? Erstens seine Idee, zweitens, ja, wir sind viel in Kontakt miteinander. Wolltest du starten? Ja, also, von dem her, genau, wir reden ja sehr viel sonst auch, eigentlich das ist, seit ich das erste Mal da gesessen bin, im Dezember 2020, hat es nicht mehr aufgehört, zwischen uns zu kommunizieren, aber hey, merci vielmal für das, weil für mich extrem inspirierend. Und ja, sogar zum Einstieg möchte ich dir noch gratulieren. Und zwar ganz herzlich zur Geburt von eurem Kind. Danke vielmals. Und hoffen einfach, dass es euch gut geht und dass ihr den Weg miteinander so gehen könnt, wie ich das mit meinem Sohn und mit meiner Frau kann machen, weil es ist ein riesen Erlebnis und auf dem Weg einfach alles Gute. Danke vielmals, Gabor. Darum möchte ich aber auch vielleicht gerade, wenn wir so über das redet, einsteigen und sagen, du hast ja das in einem von deinen, wie sagt man, Podcasts, wo du nur selber geredet hast, hast du ja über das Thema AHV geredet. Und was ich bei dir eigentlich noch sehr gut finde, respektive wo ich auch wieder auch merke, das ist vielleicht auch ein Generationenunterschied oder wie man aufgewachsen ist und so weiter, du redest ja relativ offen und bist vor allem auch nicht nur ein Mann der Worte, sondern auch ein Mann der Taten. Sprich, du hast damals in dem Podcast gesagt, du hättest einen Ansatz für eine Lösung für die AHV. Ja. Und jetzt hast du das auch selber, nutzt das gerade und machst das auch. Kannst du das noch kurz erwähnen, um was es da geht? Genau. Ja, ich habe mal vor, das ist jetzt über ein Jahr her, glaube, oder schon fast eineinhalb Jahre, habe ich mal einen Beitrag geschrieben mit ETFs, die AHV retten.
habe dann das später, wie du gesagt hast, auch einen Podcast daraus gemacht. Und zwar, ich habe ein bisschen Mühe, wenn Leute ein Problem aufzeigen, aber einfach keine Lösung haben. So à la mit dem Finger noch einander zeigen, aber selber nichts machen, da geht mir ehrlich gesagt auf den Sack. Und dann habe ich gefunden, ja, ich kenne das Problem von der AV, also müsste ich ja eigentlich auch in der Lage sein, um Lösungen zu finden, weil Lösungen kannst du nur finden, wenn du das Problem erkannt hast, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich gefunden, hey, was haben wir alles für Probleme in der AV? Und das eine ist ja die Demografie, dass wir einfach immer älter werden. Und das andere ist, ich glaube, das Grundproblem ist im Umlageverfahren von der AV. Umlageverfahren nochmal, das heisst, da wo ich heute einzahlen in die AV, kann meine Großmutter morgen im GoB oder in der Migros ausgeben. Oder, also das Geld ist nicht meine, da wird einfach weitergeleitet. Und das funktioniert mega gut, solange du mehr Leute hast, die einzahlen, als Leute, die es ausgeben. Und da sind wir auf der Kippe. Oder jetzt, ich glaube, momentan sind wir noch irgendwie bei 4:1 und da geht relativ schnell. Wenn jetzt alle Boomers, gehörst du auch schon dazu? Nein, ich gehöre aber nicht, obwohl du mich immer so bezeichnest, aber ich gehöre zur Generation X. Okay. Wenn die Boomers wirklich alle in Rente sind, oder, dann kippt das massiv und dann haben wir wirklich ein Problem. Und dann könntest wie die Politik das gerne macht, könntest du das natürlich immer so machen, à la, ja du, wir müssen einfach irgendwo Steuern erhöhen und ich muss einfach sagen, hey, mit den Steuern alleine wirst du das nicht können stemmen. Das ist ein Milliardenloch. Plus, warum, jetzt kommt immer die Frage, wer zahlt die Steuern? Die Steuern zahlen ja dann auch wieder die Jungen, die mehr zahlen für das Produkt, als Boomers dazumals gezahlt haben. Also weißt du, wenn du einen Liter Milch, was kostet ein Liter Milch? 1,90 Franken. Ja. Wenn er plötzlich schon nur 2,20 Franken kostet, zahlen sie einfach für einen Liter Milch 10% mehr. Und das einfach nur zum AV sanieren, wo ja eh schon umgeleitet wird oder wo wir eine Umverteilung haben. Das ist mal so ein Problem, also Demografie und das Umlageverfahren. Das andere ist, die AV kostet uns doch so etwa plus minus 11% von unserem Lohn. Das heisst, die Hälfte Arbeitnehmer, die Hälfte Arbeitgeber. Und das eigentlich immer, seit du anfängst zu arbeiten. Also in dem Jahr, wo du 18 wirst, bist du bis zum Ende von dem Monat, wo du 65 wirst, zahlst du AV Beiträge. Oder? Also aufs Einkommen, genau. Ja. Aufs Einkommen. Und das ist ein riesen Problem, sage ich jetzt mal. Weil das ist auch teuer für jeden Arbeitgeber. Oder? Und da kommen wir wieder in die Spirale. Die älteren Menschen finden keinen Job mehr, weil sie zu teuer sind. Und dann muss ich sagen, das wird immer so sein, das kann ich auch nicht ändern mit meiner Lösung. Aber ob jetzt du 5,5% auf einen Lohn von, sag jetzt mal etwas, 120'000 musst zahlen oder auf 80'000 oder 60'000, das ist auch wieder Geld, oder? Ja. Das muss auch von irgendwo herkommen. Also die Finanzierung an und für sich ist in meinen Augen auch schon ein Problem. Weiteres Problem ist, dass es wieder an den Lohn angepasst ist. Also du musst mindestens im Durchschnitt 86'000 Franken verdient haben in diesen 44 Beitragsjahren, die wir haben, damit du auf eine maximale AV-Rente kommst, wo Stand heute bei 28'680 Franken ist. Voilà, richtig, ja. Was ja schon mal nicht viel ist, aber ich sage, im Durchschnitt musst du 86'000 verdient haben. Jetzt kommt einer wie ich, oder, wo in seinem Angestelltenverhältnis schon 120'000 Franken verdient. Das heisst, ich habe irgendwie 40'000 Stutz zahle ich AV drauf, obwohl ich von denen nie irgendetwas wird haben. Das ist für mich kein AV-Beitrag mehr, das ist für mich schon AV-Steuer. Ja. Plus zahle ich ja eh schon zu viel Steuern. Also in meiner Augen zumindest. Das ist ein weiteres Problem, aber weißt, das können wir noch viel weiter ausschmücken. Du könntest auch 500'000 Franken verdienen und du hast schlussendlich die gleiche AV wie jemand, der 86'000 Franken verdient hat. Ich weiss, es ist Sozialversicherung. Ich wollte sagen, es geht ja darum, wir dürfen es nicht nur aus der rein kapitalistischen Sichtweise betrachten. Ja, absolut. Okay. Aber weißt du, da wirklich, dass es so mega lang geht, bis da der Deckel zu ist? Oder? Das finde ich mega krass. Weil ich habe einen Kunden, der wohnt im Ausland, der verdient überdurchschnittlich viel und hat mir dann den Auftrag gegeben, Fabio, schau bitte. Schau bitte, dass ich keine Lücke habe in der AV, weil ich jetzt im Ausland bin.
Und dann haben wir erklärt, wie die AV-Beiträge berechnet werden. Und dann müssen wir sagen, Kollege, du könntest noch jahrelang Lücken haben. Würdest du jetzt viel mehr zahlen, dass du da gar nicht mehr einholst? Ja. Weißt, mir geht es um da. Oder ja. Dass du irgendwann mit der Einzahlung wirklich nicht mehr rechtfertigen kannst, was du dafür bekommst. Sozusagen nicht bekommst, ja. Genau. Und dann kommt noch, sage ich jetzt mal, das letzte Problem. Jetzt bekommst du eine Rente nicht mehr von 28.680 Franken. Wenn du verheiratet bist, bekommst du aber nur eine eineinhalbfache AV-Rente über. Das heisst, irgendwie 43.000 irgendetwas. Das heisst, du verschenkst einfach mal 14.320 Franken Jahr für Jahr als Verheiratete. Und die Verheirateten sind ja auch schon wieder gestraft. Ehestrafe mit den Steuern. Mhm. Also einfach so. Also das eine gibt es andere sozusagen. Ja, genau. Ja. Genau. Okay. Und jetzt habe ich, du hast gesagt, nicht nur vom Kapitalistischen anschauen. Ich sage, ja, ich schaue es eigentlich super neutral an. Ich schaue es so an, und ich komme nach dann gerade zu der Lösung, du verstehst wieso, dass auch jemand, der das Leben lang nur 20.000 Franken im Schnitt verdient, sei es Hausmann, Hausfrau, oder ich kann nur Teilzeit arbeiten wegen dem und dem, die gleiche Rente hat wie jemand anders. Wie kommen wir dazu? Dazu können wir das Ganze trennen vom Einkommen, das du hast, und von den Beiträgen, die du zahlst. Was meine ich von den Beiträgen? Nicht. Wir brauchen einen Beitrag. Irgendwo brauchen wir Geld. Ja. Irgendwo brauchen wir Geld. Geht ja nicht vom Himmel schein. Mein Ansatz ist, hey, immer dann, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ob es das am Tag von der Geburt ist oder einfach innerhalb von dem Monat, wo es auf die Welt kommt, weil die AV wird ja auch erst gezahlt am Ende vom Monat, wo du Geburtstag hast, immer dann werden 15.000 Franken in einen kostengünstigen, breit diversifizierten ETF zahlt. Also da tut sich jeder MSCI World, wo die Welt abdeckt, oder sogar ein All World, wo auch noch die ganze Emerging Markets und so weiter blablabla abdeckt, würde sich da eigentlich, wie sagt man denn, wäre eigentlich ein gutes Wäre prädestiniert für das. Danke, ja. Prädestiniert. Siehst du, ich habe immer so gescheit Töne. Du, ich kenn's. Und dann geht es mir genau um da. Du könntest einfach in einen ETF 15.000 Franken einzahlen, ab Geburt von deinem Kind. Mhm. Jetzt haben wir ja das sachte Weltwunder, oder? Der Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt ist so brutal, dass wenn du 15.000 Franken 65 Jahre lang anleihst, und wir nehmen jetzt einfach mal 7%. Wieso einfach mal 7%? Weil eigentlich wäre es sogar 7,8%, du dürftest rechnen. Wenn wir das nicht hochrechnen, kommst du auf einen Betrag von 1,219 Millionen mit 65. Also das heisst, du hast nicht mehr ein Umlageverfahren, sondern dein Kind hat selber ein Konto, ein Aktienkonto mit 1,219 Millionen drauf. Und logisch ist auch hier nicht die Meinung, dass jetzt du einfach die auszahlst, die 1,219 Millionen, und verpulverisch. Die Gefahr besteht immer, das sehen wir ja heute schon bei den Leuten, die das Kapital aus der Pensionskasse beziehen. Aus unserer Beratung, genau. Genau, nach 40 Jahren Sparen haben sie sie 3 Jahre durchgebraucht, oder? Weil Porsche ist da, Malediven hat man sich 3 Monate gegönnt und so weiter. Du musst schnell noch Klasse nehmen, Entschuldigung. Und ihr wisst ja, der Fabio hat das Thema schon mehrfach angetönt, respektive besprochen. Aber ja, eben, und jetzt hast du die 1,29 Millionen. Genau. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Zahlen richtig im Kopf habe, das ist noch schwierig. Ich glaube, da bin ich nicht behaftet. Es geht ja mehr um den Grundsatz. Genau, jetzt könntest du ja sagen, das ist das Problem von der AV. Die AV ist so berechnet worden, dass wir mit 86 alle tot umgehen. Mhm. Also, wenn du ein Fünkchen Anstand in deinem Knochen hast, lieber Zuhörer, stirb mit 86. Also ganz brutal gesagt, oder? Und da fängt die Problematik an, oder? Wir alle wollen ja, dass unser grosses 90, 95, 100 wird, dass sie auch noch die Hochzeit von ihrem Urenkel miterleben. Also, was du ja ansprichst, und ich finde das Wort so schrecklich, ein Langlebenrisiko. Weißt du, weil wir reden ja dann immer, schauen Sie, ihr Langlebenrisiko. Achtung, Gefahr kann alt werden, oh mein Gott. Oh, so ein Zeich. Jetzt bin ich noch ein Risiko, weil ich lang lebe. Das ist eigentlich völlig stupid, aber ja. Ja, das ist eigentlich mega traurig. Wenn man es so anschaut, und genau, so müssen wir das Wort verwenden. Genau. Das Grosse. Nein, einfach, die AV ist berechnet worden bis 86. Oder?
Aber jetzt kommt eben an, wir werden immer älter. Also ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich mindestens 100 werde. Okay. Weil einfach der Fortschritt von der Medizin auch macht ja das möglich. Ob das gut oder schlecht ist, lassen wir jetzt einfach mal am Rand. Aber ich habe das Gefühl, wir werden immer älter und ich werde, sage jetzt mal, 100. Mein Kind wird aber schon 120. Also wir müssen uns wirklich etwas einfallen lassen, dass wir wirklich möglichst schlank können von dem Geld leben, das wir hier anlegen. Und jetzt hast du zwei Optionen. Jetzt rechnen wir mal bis 100. Da wirst du 1,219 Millionen durch 35 Jahre nehmen, 65 bis 100. Und da wird dir, glaube ich, irgendwie etwa 48'000 Franken Rente pro geben. Jahr. Und dann wärst du auf 0 bei 100. Ja. Ohne Zins, ohne nichts, du verbrauchst es einfach. Genau. Da wäre erstens mal eine höhere Rente. Zweitens eine längere Zeit, wo wir die Rente könnten beziehen. Oder? Und also beziehen vor allem, ohne dass man jemand anderem auf der Tasche liegt. Ja, genau. Das ist ja der Punkt vor allem. Ja. Und bevor jetzt einer kommt gebrüllt und sagt, Inflation. Schau mal die Inflation an, die wir in den letzten paar Jahren hatten. Die ist relativ, quasi nicht vorhanden, ehrlich gesagt. Zweitens, Aktien sind inflationsbereinigt. Oder wenn wir einfach immer mehr Geld haben, dann werden mehr Aktien gekauft und die Aktie wird teurer. Das heisst, dein Aktienkurs steigt auch an. Also easy peasy, cool, lieber. Das andere ist, ja, wer sagt, dass das Geld nicht mehr muss angelegt sein mit 65? Also das Geld kann ja einfach weiter am Aktienmarkt bleiben. Und jetzt gibt es, da wird jetzt auch wieder ein bisschen finanzielle Bildung vorausgesetzt, die sogenannte 4%-Regel. 4%-Regel besagt, dass wenn du am Anfang des Jahres 4% von deinem Kapital rausnimmst, dass das bis am Ende des Jahres sich so weit erholt hat, dass du eigentlich den Kapitalstand gewährst. Also du hast gleich viel Geld wieder drin. Und dann wird die Rente noch viel höher. 4% ist viel mehr als die 28'000 oder die 48'000. Oder. Das heisst, wir hätten wirklich ein besseres Leben mit einer einmaligen Investition von 15'000 Franken. Und jetzt können sie auf allen Seiten brüllen und sagen, ja, aber du musst zuerst mal 15'000 Franken haben. Und dann muss ich sagen, ja, aber hey, Kollege, ja, du solltest wirklich 15'000 Franken auf der Seite haben. Schon ganz grundsätzlich, wenn du ein Kind bekommst. Wenn du ein Kind bekommst. Weißt du, Unfall hin oder her kann passieren, aber hey, wer kann auf Vögel kann einen Gummi anlegen, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich weiss, es gibt Unfälle. Ich sage nur, ja, du solltest wirklich 15'000 Franken auf der Seite haben, wenn du ein Kind bekommst. Weil, hey, das Kind ist teuer, schon nur, was das kostet, das Kinderzimmer einzurichten. Auch wenn du noch so der Ricardo und Tutti Held bist wie ich und vieles Geschenk bekommst, es kostet einfach Geld. Oder? Plus, du kaufst viel zu viel, weil du Freude hast. Und da, wo du selbst kaufen, da hast du dann aber gleich nicht gekauft. Die Werbeindustrie tut dir auch da dich unterstützen, dass du die richtigen Sachen kaufst. Nein, einfach, ja, man muss 15'000 Franken haben. Aber, fair enough, guter Einwand, Finanzfabrik studiert weiter. Wo holen wir die 15'000 Franken her? Weil merkt euch eins im Leben. Die Aussage, da kann ich mir nicht leisten, ist sowas von falsch. Die Frage muss immer sein, wie kann ich mir das leisten? Bin ich an und habe studiert und gefunden, du, weißt du, der Schweizer Staat, der muss ja eh einspringen, wenn wir keine Kohle mehr haben in der AV. Lassen wir doch gerade von Anfang an einspringen. Und sage jetzt einfach, schau jetzt, liebe Schweiz, jedes Mal, wenn ein Kind auf die Welt kommt, hätte ich gerne 7'500 Franken von dir für einen breit diversifizierten, kostengünstigen ETF. Jetzt haben wir mal die Hälfte auf der Seite. Nachdem gehe ich weiter und sage, hey, lieber Arbeitgeber, und in der Regel, und das ist das Schöne an dieser ganzen Geschichte, haben wir ja zwei Arbeitgeber, von Mami und von Papi. Und die sollen auch etwas zahlen. Und zwar einmalig pro Kind 3'750 Franken. Also, dann haben wir die Schweiz, die etwas zahlt, zwei Arbeitgeber, die etwas zahlen, 3'750 Franken. Dann haben wir die 15'000 Franken zusammen. Und jetzt einfach so rein die Überlegung, wie hoch ist das Risiko wirklich? Das ist ja auch die ganze Diskussion, die wir hatten mit Vaterschaftsurlaub. Also ganz ehrlich, ich weiss nicht, wie man das gemacht hat vorher. Mit einem Tag frei. Wenn jemand stirbt, hast du einen Tag zur Verfügung, als wenn ein Kind auf die Welt kommt. Wenn du im Zyklus Kantonswechsel hast, hast du zwei Tage. Das ist doppelt so viel, wie wenn ein Kind auf die Welt kommt. Drei voll, oder?
Wo bin ich? Mit dem Beitrag. Mit dem Brin. Genau. Der Arbeitgeber plus Street zahlt ein. Genau. Also wenn ich jetzt einfach mal rechne, jetzt haben wir 120'000, nein, machen wir es einfach als Beispiel, nehmen wir 100'000 Franken Lohn, 11% AV-Beiträge sind 11'000 Franken. Mhm. Das heisst, mein Arbeitgeber der zahlt schon 5'500 Stutz im Jahr, jedes Jahr, Beitrag nur für mich. Mhm. Wie gross ist jetzt wirklich das Risiko von einer Firma, die einen Angestellten oder eine Angestellte hat, dass sie einmalig 3'750 Franken müssen zahlen müssen? Also weißt du, da muss eine Firma richtig, richtig dumm breichen und sie müssen wirklich sehr günstige Mitarbeiter haben, dass sie unter der Schwelle bleiben. Das könnte ein finanzielles Risiko werden für eine Firma. Im Gegenteil. Also wenn ich jetzt nicht gerade 21 Kinder auf die Welt stelle, dann ist das die günstigste Lösung für einen Arbeitgeber, den er sich überhaupt kann wünschen. Du bist ja Arbeitgeber, Gabor. Ja. Jetzt, wenn jetzt du dir das so durch den Kopf gehen lässt, wie viele Leute hast du, die wirklich noch sagen, hey, ja, ich möchte noch Kinder haben oder im gebärfähigen Alter sind, sage ich jetzt da? Wir haben jetzt noch... Oder hast du alles so Boomer-Kollegen, wo du sind? Natürlich nur, weil... Liebe Grüße an meine lieben Geschäftspartner. Ihr gehört wieder, wie der Fabio mit uns oder mit mir redet. Nein, wir haben auch noch ein, zwei jüngere Mitarbeiterinnen, wovon vielleicht ein oder zwei Personen sich noch könnten vorstellen, ein Kind bekommen. Aber bei uns ist jetzt der Durchschnitt schon ein bisschen höher. Ja. Sprich, wir haben alle die Phase, die Sturm- und Drangphase sozusagen jetzt schon durch. Okay. Aber der Punkt, den du ja eigentlich hin willst, ist ja grundsätzlich der... Wie viele Angestellte hast du? Wir sind jetzt aktuell, glaube ich, 10 oder 12. Also 10 oder 12. Das heisst, 2 wären im Alter. Mhm. Das Risiko wäre eigentlich 20%. Ja, also das Risiko. Ja, das ist doch ein Wort. Genau. Aber wie findest du jetzt da? Hey, im dümmsten Fall zahle ich dieses Jahr 7'500 Stutz, oder? Ja. Wenn es die 2-mal bereicht, statt die Beiträge, die du heute zahlst. Ja. Nein, es ist ja, der Punkt ist vor allem der, also bei voll bei dir, jetzt mal einfach ganz grundsätzlich in der Idee, eben die Umsetzung und so weiter ist ja immer eine andere Thematik, aber was ja der grosse Unterschied eigentlich ausmacht, ist, es ist eine einmalige Investition und nachher habe ich das dann ja in dem Sinn nicht mehr. Und der zweite Punkt, und das ist ja glaube ich einfach etwas, du hast vor der 8. Weltwunder, Zinseszins und so weiter angesprochen, und was der Faktor ja dort drin eigentlich ist, ist das Thema Zeit. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft wie nicht, also wir können uns das wie nicht vorstellen. Das ist wie nicht verankert, dass du sagst, ich mache heute etwas, wo aber erst die Auswirkung weit hinten ist. Und wo du diese Idee gebracht hast. Und ich möchte nachher noch ganz kurz darauf zurückkommen und dich, ich komme nachher noch mit einer anderen Frage. Aber wo du das erzählt hast, hat es mich an ein Buch erinnert, vom, ich glaube, Eschmann heisst er. Deutschen Autor, der One Billion Dollar Guy schreibt. Und es geht darum, dass einer in Amerika, der ist irgendwie 30 und eigentlich hat er keinen Stutz mehr, muss irgendwie von einem Tag in andere leben und so weiter, wie viele Menschen auf dieser Welt das auch leider Gottes müssen. Und dann wird er informiert, er hat geerbt und wir sind in ein Hotel und dort sitzen, glaube ich, 3 oder 4 Anwälte. Und dann geht es los, der eine sagt, ja, du hast 10'000 Dollar geerbt. Mega. Dann kommt der zweite und sagt, ja, es sind nicht ganz so, es sind 100'000. Da rollt er schon schier durch. Dann kommt der dritte und sagt, nein, es ist aber nicht so, du hast irgendwie 10 Millionen. Und am Schluss kommt, nein, du hast 1 Billion. Ja. Und was... Also 1 Billion in Schweizer Franken jetzt, oder? Ja, genau. Ja. Richtig. Und was jetzt da ist, ist, vor 500 Jahren hat sein keine Ahnung wie viel Onkel, es sind glaube ich 10'000, sagen wir Franken, angelegt mit 4%. Ja. Und das Geld ist einfach gewachsen und gewachsen und gewachsen. Ja. Und genau das ist der Punkt, wo bei uns, oder wir leben immer im Hier und Heute, anstatt mal sozusagen eben Perspektiven zu öffnen. Und ich habe letzte Woche einen Talk, einen Bänkli-Talk mit einem Gast, also eine Retolip, kann ich ja sagen, wo wir die Thematik auch ein bisschen ansprechen. Und eben, für mich ist es immer das. Wir sind immer nur da, jetzt, sofort, hier und heute. Und dein Ansatz geht ja wirklich her. Wir müssen den Rahmen aufmachen. Und wir müssen auch vertrauen darauf, dass jetzt die letzten 50 Jahre, du verweisest ja glaube ich auf das, mit diesen 7%, 7,8% Durchschnittsrendite, dass das in den nächsten 50, 100 Jahren auch immer noch möglich ist.
Logisch, wir wissen es beide nicht. Und nichtsdestotrotz wäre es ein komplett neuer Ansatz. Und ja, natürlich, ich als Arbeitgeber, ich habe viel tiefere Lohnkosten durch das. Und gleichzeitig aber könnte ich durchaus ja, eine Sicherheit schaffen für die Angestellten, dass sie dann auch im Alter das machen können. Und der zweite Punkt, den ich noch ganz wichtig finde, ich bin in letzter Zeit ein bisschen mehr noch konfrontiert oder werde angesprochen auf die Situation Frauen, respektive auch generell Teilzeit. Und das ist nicht nur Frauen, das ist auch wieder Männer so. Und wird ja, glaube ich, denke ich, wenn ich das so das New Work und alles das Zeug anschaue, immer mehr kommen. Weil unsere Systeme sind so nicht auf das ausgerichtet. Absolut. Jetzt, ich möchte nochmal schnell zurückkommen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe noch eine Frage an dich. Was mich würde interessieren ist, wie kommst denn du überhaupt auf die Idee? Sitzt du am Abend her und sagst, wir haben das Problem bei der AHV, wie lösen wir es? Oder wieso kommst du auf die Idee, respektive was animiert dich zu dem? Ich habe das ehrlich gesagt einfach, ich denke einfach sehr viel noch über Geld oder rede viel über Geld und irgendwie kommen dir dann einfach diese Ideen. Oder? Und es ist, ich glaube, das eine ist, eben, dass es mich wirklich hässlich macht, wenn man nur Probleme aufzeigt, ohne die kleinste mögliche Lösung. So, weißt du, auf LinkedIn, über das haben wir auch schon geredet. Mhm. AV sieht nicht gut aus, Pensionskasse haben wir auch schon, Umverteilung ist alles scheiße, wir möchten eine Säule 3a. Ja, ist jetzt das die Lösung für alles, weißt du? Und dann schau schnell, was hat er für einen Job? Ah, okay, Entschuldigung, ich weiss, das sind nicht alle so, aber ja, Vorsorgeberater, Aussendienst bekommt einfach irgendwie eine Provision von 3000 Stutz, wenn er eine volle dritte Säule verkauft. Nein, die dritte Säule ist keine Lösung für unser Problem. Mhm. Das ist das Minimum, das wir machen müssen. Mhm. Ja. Ich muss noch schnell etwas fertig erzählen. Und zwar haben wir es eben noch davon gehabt, du hast vorhin angesprochen, Teilzeit angestellt. Ja. Aber, ja, jetzt kommt das. Es spielt noch dann gar keine Rolle mehr, ob du 20% schaffst und einen Lohn von 10.000 Franken heimbringst, wo es dir in diesem Job aber nicht mal ums Geld verdienen geht, sondern einfach, dass du rauskommst. Mhm. Oder nur die Heise mit Kind ist auch. Das ist vielleicht auch nicht so lustig, oder? Je nachdem. Du wirst noch dann die gleiche Rente haben. Ja. Wie der andere, völlig unabhängig. Verdient. Völlig ja. Die gleiche, oder? Das ist doch mega cool. Plus, wir haben keine Plafonierung mehr in der AV. Mhm. Du hast zweimal eine volle Rente zu gut. Mhm. Und das ist eigentlich das Coole an dieser ganzen Geschichte. Oder? Mhm. Wir hauen sogar, Plafonierung können wir sogar noch retten mit dem Ganzen, oder? Dass wir die einfach raushauen. Und was soll ich noch sagen? Ah, wenn du stirbst, das Geld ist immer noch da. Mhm. Es ist nicht umverteilt worden. Das Geld ist immer noch vorhanden. Das heisst, du könntest es vererben. Vielleicht finden wir dort noch eine soziale Lösung für irgendetwas. Kann man dann wieder darüber diskutieren. Aber einen gewissen Teil vom Geld, oder sogar das ganze Geld, könntest du weiter vererben. Mhm. Wir hätten jetzt da wirklich eine Chance, um wieder ein mega reiches Land zu werden. Oder? Und ich sage, ich bekomme ja keine AV mehr. Ich bin 33, das heisst in 32 Jahren. Und kann ich jetzt sagen, ja, aber wie löse ich das Problem heute? Ja, ganz ehrlich, ich weiss es nicht. Yeah. Aber hätte ich sich vor 33 Jahren etwa Gedanken darüber gemacht, mm-hmm. hätte ich kein AHV-Problem. Mm-hmm. Also irgendwann müssen wir anfangen mit einer neuen Lösung. Oder? Und das sind so die Punkte, wie machst du dir Gedanken? Oder? Und du schaust einfach mal, hey, wie viel Geld brauchst du eigentlich zum Leben? Oder? Ich meine, ich hätte die Berechnung mit 10.000 Franken können machen können. Dann kämen wir aber nicht einmal so weit, dass wir die heutige Rente könnten halten könnten. Ja. Wegen dem irgendwie 15.000 kommen. Jetzt haben wir einfach einen Überschuss. So what? Wir werden es können brauchen, weil die AV lange ja wirklich nie nicht an. Mhm. Wenn du überlegst, dass es früher Existenzsicherung war, ja, Kollege. Also mit 2.360 Franken, glaube ich, aktuell maximale Einzel-AHV-Rente pro Monat. Ja, kannst du in der Schweiz sehen, wie du da Existenzsicherung betreibst mit Miete, Krankenkassen und ja, essen solltest du auch ab und zu etwas. Also, ich weiss, wie das geht. Ja, aber der Punkt, den du jetzt nochmal aufgegriffen hast, von wegen, eben wenn du dann stirbst, irgendwann einmal das Langlebenrisiko sozusagen reduzierst, eben, danke dann, wenn du das machst frühzeitig, wenn ja. Die anderen. Nein, ernsthaft. Ist ja genau, eben das ist ja dann der Effekt, der jetzt auch in diesem Buch beschrieben ist. Also wenn dann, und das sehen wir ja auch bei denen, also jetzt bei mir auch, bei Kunden, die
mit 60, 70 erben von den Eltern her, dann kommt ja wieder noch mehr Geld. Völliger Blödsinn. Was oder zum Zeitpunkt, genau. Ja. Also eigentlich müsst ihr das gerade sozusagen abwandern. Und vielfach höre ich dann auch durchaus von meinen Kunden, dass sie das auch möchten. Also dass das Kind überkommt für Eigenheim, was auch immer. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit mit den hohen Immobilienpreisen mittlerweile wichtig, dass du überhaupt kannst dir ein Eigenheim kaufen, leisten mit Tragbarkeit etc. Also dort gibt es einen Effekt, höchstwahrscheinlich so einen Butterfly-Effekt, den man gar nicht vorstellen kann. Mal, ich kann mir das auch schon überlegen, wenn du irgendwann so viel Geld könntest vererben, dann könntest du, blöd gesagt, auch eine Liegenschaft schuldenfrei vererben. Nicht jede, aber du könntest viele Liegenschaften auch schuldenfrei vererben. Und dann würden wir, weil die Schweiz ist ein Land von Mietern. Wir haben alle den Traum vom Eigenheim, also alle, Entschuldigung, wenn es jemand nicht hat, ist auch okay. Wir haben irgendwie den Traum vom Eigenheim als Schweizer, uns wird das so auf den Weg geben, oder so ein Einfamilienhaus mit Garten, zwei Kinder und am besten noch einen Hund. Kostet perfekt. Selber Geld, einen Hund. Ja, so würdest du dem Traum wirklich effektiv einen Schritt weiterkommen. Mhm. Was ich noch wollte sagen, eben eigentlich sollte ich mit 7,8% rechnen und dann noch mit 7% rechnen. Das 0,8, das ist ja da, wo uns wird blühen, am Negativzins. Minus 0,5 bis minus 1%. 0,8 hättest du nicht ein Kapital von 1,219 Millionen, sondern du hast ein Kapital von 1,9 irgendetwas Millionen. Also schnell 700'000 on top, einfach wegen einer Dezimalstelle. Ja. Ist noch krass. Ist eigentlich. Und das zeigt nochmal den Zinseffekt. Über die Zeit. Über die Zeit. Genau. Das ist eben genau darum, die Zahlen in der Vorstellung, die musst du wirklich sehen können, dass du das mal einfach verstehst, was der Mika noch dahinter ist. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem, bevor du mich so auf den Schluss gerühmt hast. Ich rede nicht nur davon, ich mache auch. Und ja, es ist meine völlige Überzeugung, dass man etwas machen müssen, dass es gut kommt. Und ich tue es gerne vorleben und habe wirklich die 15'000 Franken überwiesen bei der Swissquote. Und habe jetzt aber wirklich noch keine Zeit gehabt, den richtigen ETF auszuwählen. Okay. Aber es wird noch diesen Monat gemacht. Werde ich sicher auch wieder posten auf Instagram, dass es alle sehen. Und es gibt sicher auch noch einen Blogbeitrag darüber. Aber ja, ich finde, das ist wirklich da, was ich empfehle. Macht etwas für eure Kinder, wenn sie auf die Welt kommen. Wenn du keine 15'000 Franken hast, weil jetzt zahlt sie ja noch nicht der Staat und der Arbeitgeber, mach irgendetwas. Also investieren. Einfach so ein Beispiel. mega viel bekommen ja Geburtengeld über. Sei es auf Taufe, auf Geburt, weiss der Gucker was. Einfach all da Geld nehmen und in Aktien investieren, statt auf ein Sparkonto fürs Kind. Ganz gut investieren, euch Kind wird euch so viel danken. Oder? Und ob es jetzt nach dem Tag auch mit 18 kommt oder mit 25 oder mit 65 ist eine andere Geschichte. Aber schon nur, wenn es mit 15 oder 18 kommt, sieht es, hey, meine Eltern haben mal 1'000 Franken eingezahlt und heute sind es 18'000 Franken. Einfach das schon mal checken, das hat einen gewissen Effekt. Gebt dem Kind etwas mit auf den Weg, gebt ihm ein bisschen finanzielle Bildung mit auf den Weg. Darf ich da schnell einhaken? Ich finde, jetzt der Punkt, eigentlich müsstest du, oder wie siehst du das, dann auch mit dem Kind darüber zu reden. Also nicht nur jetzt, dass du auf die Seite, dass es das Kind ja nicht sieht und dann mit 18, schau mal, wir haben da etwas. Sondern jetzt auch gerade, also da bist du mitschuldig, habe ich mich jetzt mit dem Thema finanzielle Bildung noch viel stärker, seit wir da miteinander so rege kommunizieren, setze ich mich damit auseinander, weil für mich ist so wie klar, logisch, aber das ist weil mein Beruf und so weiter, aber auch da merke ich wieder, ich muss nochmal Sprache sozusagen vereinfachen respektive und jetzt beim eigenen Kind zu sagen, ich möchte ja ihm Grundlagen schaffen, dass er nachher im Leben selbstständig ist und ich fange jetzt mit ihm, wir haben jetzt einen Sparplan, den wir machen und zeige ihm den Effekt auf. Was passiert. Und wo zeige auch mal, schau, du hast jetzt hier 100 Franken, was willst du jetzt mit denen machen? Wie gehst du mit dem Thema auf das bezogen? Weil das ist schlussendlich auch so eine Herzensangelegenheit für dich, finanzielle Bildung, Schulbildung und so weiter. Das Hauptproblem ist, dass Kinder Geld nicht greifen können.
wenn du mir ein Kind einen 10er Note, einen 20er, einen 50er, einen 100er, einen 1000er anleihst, welches Papier nimmt es, da wo ihm am besten gefällt. Mhm. Wenn jetzt halt blau seine Lieblingsfarbe ist und nicht lila, ja, dann hat er halt schnell 900 Stutz verschenkt. Weißt du, was ich meine? Also, weißt, sie hat noch keinen Bezug zu Geld, das macht es extrem schwierig. Jetzt ist immer die Frage, von welchem Alter reden wir, oder? Genau. Und ich kann jetzt gross schnurren, weil ich weiß ja noch nicht, wie es ist, wenn das Kind wirklich am Tisch ist und so weiter. Aber ich sage, ich rede zu Hause am Tisch über Geld. À la, schau, geil, heute habe ich das und das verdient. Scheiße, heute ist die und die Rechnung gekommen. Und Gott verteile die Steuererklärung. Wir zahlen ja schon wieder mehr Steuern als letztes Jahr. Darf ich einen Tipp geben? Vielleicht nicht Scheiße und Gott verteile am Tisch sagen. Der Rest ist mal gut. Mal, die Sache will ich Namen nennen. Nein, aber einfach, dass du darüber redest. Oder? Also, wahnsinnig viele Menschen in meinem Umfeld wissen nicht, was ihre Eltern verdienen. Mhm. Wieso nicht? Wieso nicht? Ist das ein Problem? Ja. Oder, auch wenn ich mich zurückerinnere, so à la, ich war früher so ein richtiger Skaterboy gewesen, oder Carhartt, meine Favorite-Marke. Okay. Und ich weiss, es war ein Bulli gewesen, Carhartt, da bin ich eigentlich so, Mami, ich hätte gerne den Bulli. Ja, was kostet? Ja, 100 Stutz. Ist ja nicht so viel. Sag ich noch so, weißt du, schiebe ich noch so hinter, ist ja nicht so viel. Hey, ich habe keine Ahnung gehabt, wie lange das meine Mami für ein Geld arbeiten muss. Ja. Also weißt du, ich meine, das sind 4-5 Stunden, wo meine Mami muss arbeiten muss. Und ich sage, das ist nicht so viel. Ja. Oder? Dabei, sie könnte in dieser Zeit, weißt du, jetzt einfach so die Überlegung, wenn ich meinem Kind jetzt den Carhartt-Pulli nicht kaufe, für 100 Franken, könnte ich 4-5 Stunden mit meinem Kind verbringen, statt zu arbeiten. Weißt du, wenn es dann einfach so dreht, Zeit gegen Geld, oder? Ich weiss nicht, ob du die Geschichte kennst, das Kind geht ins Büro vom Papi und sagt, Papi, gehen wir spielen. Nein, ich muss arbeiten. Am nächsten Tag kommt es wieder, Papi, gehen wir spielen. Nein, ich muss arbeiten. Und am dritten Tag kommt das Kind und sagt, Papi, wie viel verdienst du in der Stunde? Der Vater wird verrückt und sagt, da geht dich nichts an und so, wieso willst du das wissen? Ja, ich wollte nur wissen, wie viel Geld muss ich sparen, dass ich eine Stunde von deiner Zeit kaufen kann. Oh, hey, da bricht dir gerade das Herz. Weißt du, was frisch macht der Vater? Du drehst voll durch, oder? Gegen wollte gerade ein bisschen tut jetzt, gell? Ich sehe den Kopf und ganz so. Trainer, ich sehe, ja, schau genau. Nein, einfach so. Und dann merkst du, wir tauschen effektiv Zeit gegen Geld. Ich wollte jetzt auch nicht zu philosophisch werden, aber wo fährst du an mit dem Kind, oder? Und was mir von allen Seiten empfohlen wurde, ist ein Hund namens Money. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Also ein Buch. Ein Hund namens Money. Was ich aber gelesen habe als grosser Rich Dad Poor Dad Fan, ist Smart Kid Rich Kid. Und dort tut der Kiyosaki ein bisschen aufzeigen, dass auch Kinder schon Geld verdienen können. Das sind so die Sachen, die ja, ich würde heute anfangen. Oder ich meine, logisch, es ist mega lustig. Ein Kollege hat mir auch gratuliert und hat gesagt, übrigens, warte noch mit finanzieller Bildung mindestens ein paar Monate. Ich weiss, du lachst und ich weiss, dass er es als Witz gemacht hat, aber in der ersten Nacht von dem Kind, ich bin 14 Kilometer in dem Zimmer rauf und runter gelaufen. Ich rede halt über Geld. Ich hatte erst schon... Schau, du musst dir keine Sorgen machen, hier schon 15'000 Franken auf dein Swisscom-Konto, wenn du das investieren weißt, doch, da ist so und so viel, also gleich, wenn du jemanden erzählst. Ja, du musst irgendwann darüber anfangen reden. Ja. Und ich glaube, einfach so 100 Franken, was du machst, solange du Bezug zu 100 Franken nicht hast, du musst den zuerst arbeiten, ist es mega schwierig. Aber kennst du das Marshmallow-Experiment? Ja, sogar das Buch zuhause. Ja. Das wäre auch etwas, was ich mir vorstellen kann, das funktioniert. Weißt du, das ist genau ein Punkt, wo ich eben auch selber denke, oder das Marshmallow-Experiment geht ja darum, zu schauen, wie jetzt sind Kinder, glaube ich, wenn ich es jetzt noch recht im Kopf habe, ob sie einfach auf den Reiz reagieren, im Sinne von, kann sie jetzt haben.
Ja, genau. Dafür komme ich eins über. Oder wenn du jetzt wartest, kommst du dafür als Beispiel zwei über. Ich glaube, so ist so der Grundsatz dahinter. Genau. Oder? Und das ist jetzt ja genau das, was ich vorher auch mit dem gemeint habe, mit dem, was kannst du mit diesen 100 Franken machen. Und ich erwarte jetzt nicht von einem Kind eine saubere, aufgeklärte Frage, sondern dass man immer wieder darüber redet, was das kann sein. Dass man auch, du hast es vorher jetzt wunderbar dein Beispiel gebracht mit diesen 100 Franken, den Pulli. Mhm. Also den Gegenwert versucht zu schaffen. Ich glaube, es ist ja auch für uns alle wichtig. Wir haben da so Stufen in der Entwicklung, wo man immer denkt, aha, jetzt fällt wieder ein Groschen, einfach so. Also da mit dem Gegenwert arbeiten, das ist voll nicht nur für Kinder etwas. Ich weiss noch, das erste Mail, das ich bekommen habe als Finanzfabio, war von einer 19-Jährigen, die schon dick in der Schulden war. Ich habe gesagt, ich weiss gar nicht, warum ich dir schreibe, aber ich weiss, ich brauche einfach Hilfe. Mhm. Geht bei mir ja auch gerade wieder das Herz auf, weißt du, ja, logisch, hilfe ich dir, oder? Ja. Und dann haben wir das angeschaut und ich weiss noch, mit der relativ tough müssen reden, weil sie es einfach mit der Welle checken. Die brüllt. Und am Schluss habe ich müssen hingehen, ich meine mit 19, was machst du am wenigsten gerne? Gehen arbeiten. Das war ein guter Aufhänger gewesen. Oder ich so, du hast hier ein Leasing, da kostet dich so und so viel im Monat, für da gehst du so und so viele Tage im Monat arbeiten. Ja. Das heisst, wenn du das Leasing nicht hättest, könntest du eigentlich 80% arbeiten. Und dann hat es Klick gemacht. Ist wahr. Dann Moment, hast du richtig gemerkt. Wirklich, jetzt. Dann sind wir angegangen und gesagt, wie viel verdienst du im Monat? Okay, das heisst, du verdienst am Tag so viel, das heisst, du verdienst in der Stunde so viel. Und dann hat sie einen Wert gehabt. Sie hat es gesehen. Oder? Physisch sozusagen so, ist es aufgepoppt. Du könntest am Morgen eine Stunde länger schlafen. Dafür hättest du, sag jetzt mal, etwas 18 Franken weniger auf deinem Konto am Ende vom Monat. Logisch geht das nicht. Du kannst nicht dem Arbeitgeber sagen, du, zahl mir 20 Stunden weniger, ich schlafe heute eine Stunde aus. Aber einfach so die Überlegung, wenn du nochmal gecheckt hast, das ist mega wichtig. Oder? Wir tauschen immer nur Zeit gegen Geld. Das heisst, umso mehr Scheiß, dass du dir anschaffst, umso mehr Zeit investierst, um den Scheiß zu zahlen. Da sind wir wieder bei Vermögenswert und Verbindlichkeit, da sind wir wieder mitten in der finanziellen Bildung. Auch da wieder, lest Rich Dad, Poor Dad. Ich kann es übrigens auch noch empfehlen, wirklich gut. Ja. Das habe ich mit einer 19-Jährigen gemacht. Oder? Mhm. Und es hat funktioniert. Sie hat mir dann übrigens ein halbes Jahr später geschrieben, hey, Finanzfabrik, merci vielmals für das Gespräch. Merci, bist du so tough gewesen mit mir. Ich habe Toni gekündigt, ich habe Töpfe verkauft, ich bin heim zu meinen Eltern gewohnt. Ich habe all meine Schulden gezahlt und jetzt, ein halbes Jahr später, habe ich das erste Mal 1'000 Franken auf dem Konto. Mega geiles Gefühl, merci vielmals. Perfekt. Was willst du mehr eigentlich? Perfekt. Und das ist wieder der Punkt, sie hat aber mir das Mail geschrieben. Sie hat Wellen etwas verändern. Sie hat sich müssen verändern. Und ich meine, weißt du, wie krass ist da mit 19, endlich draußen. Du könntest deine Wohnung wieder, gehst wieder heim zu den Eltern. Verzicht. Ja. Weißt du, gehst du mal so richtig, also richtig unter die Ohren. So schlimm ist es ja nicht, wenn man bei den Eltern wohnt. Ich habe auch bis 25 in die Heim gekommen, glaube ich. Easy. Ja. Also es kommt immer auf Familienverhältnisse an, aber ja, schön, wenn es so möglich ist. Auf der Welt. Neben meiner. Ja, genau. Ja, so viel zu. Ja, aber das ist ja. Bei mir geht es so durch den Kopf. Und auch wenn ich jetzt eben so deinen Werdegang, da wir uns ja wirklich jetzt noch nicht lang kennen, aber einfach extrem. Aber sehr intensiv. Ja, genau. So also zwei Magneten, bumm. Und die lernen einander wenig los. Aber das einfach ist so Fun Fact. Das erste Telefon am Tag, das ich führe, ist mit dem Gabo. Zwischen 7 und Viertel ab 7 telefonieren wir zwei. Ja, also plus, ich sage jetzt mal, sicher dreimal in der Woche. Ja, locker. Ja. Also mindestens zweimal, manchmal auch täglich, aber ich sage jetzt so im Schnitt so dreimal. Und es kann sogar sein, zwei, dreimal am Tag. Und das sind dann nicht dreistündige Gespräche, aber ein Austausch. Und das ist ja das, was ich meine, das ist das, was dich schlussendlich wieder weiterbringt. Oder? Und das ist jetzt vielleicht auch das, was die 19-Jährige, die hat jemanden gebraucht, wo sie einfach aus dem Schlamassel mal emotional rauszieht, ihr einmal Klartext gibt. Ja, mal eine Vogelperspektive. Einfach mal, und das ist wunderschön, wenn man das machen kann. Ich erlebe das selber auch immer wieder in der Beratung, dass für Kundschaft einfach plötzlich, aha, der Aha-Effekt. Und wenn du den hast, dann ist... Was bei ihr eben noch verrückt war, sie hat das Budget wirklich schön aufgestellt, weiss, schön
19-Jährige halt schön, weißt, sich richtig gestalten, ist mega Mühe gegeben und so. Und eigentlich sollte ja alles aufgehen. Ja, aber es ist nur Zahlen auf Papier. Ja, oder? Und nach den, wegen dem sage ich, wenn du den Wert nicht kannst fassen kannst, dann kannst du noch so über Geld reden und so weiter. Oder du musst können, ja, einen Bezug dazu herstellen. Also zwei Sachen. Das eine ist, ich merke immer wieder, wenn ich in der Beratung bin und dann gibt es das Budget und dann gebe ich das in die Planung ein und muss sagen, das kann nicht aufgehen. Weil Vermögensstand versus wie viel sie sparen sollten, müsste das Vermögen viel höher sein. Ja. Und dann gehst du mit und sagst, ja, aber ja. So. Und am Schluss, weil ich sage immer, mir bringt es nichts, wenn es ein schönes Budget ist oder eine hohe Sparquote, wenn es in der Realität nicht so ist. Dann rechne ich falsch und das bringt niemand. Ja, und vor allem, du musst auch als Finanzplaner auch nicht beeindrucken mit dem. Nichts. Weil also schlussendlich geht es ja um sie. Nichts, was mich weniger interessiert, als wie viel Geld das du sparst. Es klingt jetzt komisch als Finanzplan. Also, logisch interessiert es mich, weil ich brauche eine Zahl, die ich damit kann schaffen im Finanzplan. Genau. Innen, aber ob jetzt du 12'000 auf die Seite tust im Jahr oder 30'000 oder 50'000, zero fucks geben, eigentlich. Oder? Ich sage dir dann einfach, wenn du kein Geld mehr hast. Richtig. Und wenn du dann halt mit 70 ist und nicht mit 86, ja, dann musst du halt verzichten. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, darum bringt es nichts, wenn man mir ein schönes Budget oder eben eine gute Sparquote präsentiert, die nicht der Realität entspricht. Ja, man kann Geld nicht schön schnallen. Genau. Und der zweite Punkt, den ich jetzt in den letzten Jahren vor allem auch gemerkt habe, ist, bei meinen Kunden, die ja ein bisschen älter sind, dementsprechend schon ein gewisses Vermögen vielfach haben, und jetzt haben die gute Renditen auf der Anlage. Und dann kommt dann also die Frage, respektive so, ja, sie, also was bedeutet jetzt das genau und so weiter. Die Vorstellung von dem Geld, dass das reingehört und dass das, und wenn du halt vorstellen, 500'000 und jetzt hast du mal 10% plus, dann heisst das einfach 50'000 Franken mehr. Ja, voll. Und 50'000 Franken ist dann nicht einfach nichts, vor allem das sind dann auch Leute, nicht Leute, die jetzt einfach nur 200'000-300'000 verdienen. Und dort ist es so, dass ich angefangen habe, auch herzugehen und zu sagen, schau, jetzt nehmen wir doch einmal von diesen 50'000 Franken, nehmen wir jetzt einfach das Beispiel, etwas raus, dann mit dem die drei Säulen finanzieren, den PKI kaufen und was auch immer, ja, dann sozusagen den Gewinn realisieren und plötzlich kommt das Kapital für sie ganz eine andere Bedeutung über. Und das ist ja der Punkt, wo du ja auch hergehst. Du schaffst einen Bezug. Richtig. Und da gehst du ja auch her mit dieser AHV-Lösung oder dem Ansatz, den du hast, dass du sagst, aufbauen. Dann ja, geht es aber viel länger und dann irgendwann gehst du aber auch in Verbrauch, respektive in, ja, Bezug. Und dort ist immer noch, da merke ich auch wieder, bei sehr vielen von meinen Kunden, dass der Bezug, eben, das ist einfach Geld. Und dann, wenn ich dann sage, ja, sie können jetzt da 25'000 Franken rausnehmen. Das ist voll brauchen, ja. Dann ist so, ah, das darf ich. Ja, also es ist ihres Geld. Ja, ja. Und das finde ich so, das ist auch eben, das ist etwas, was ich jetzt in den Jahren gelernt haben zu verstehen, dass das für mein Vis-à-vis vielfach gar nicht logisch ist. Ja. Und dort schaue ich es als Aufgabe an, wenn du den Kunden langfristig begleiten willst, dass du die Möglichkeiten aufzeigst. Und es ist dann auch schön, wenn es dann einmal durchabgeht, kannst du sagen, schauen Sie, wir haben ja schon mal Geld rausgenommen, es ist jetzt nicht, absolut, verloren. Also das gibt ganz einen anderen Bezug. Ja. Ja. Jetzt, für mich ist noch ein anderer Punkt, du hast jetzt, wir sind jetzt da, was ist Juni 2021, du hast jetzt rund ein halbes Jahr schon, wo du die Podcasts machst. Ich möchte mal schnell in den Bogen spannen, wieder zu einem anderen Thema. Was ist dir so in Erinnerung oder respektive, wenn jetzt du so zurückschaust auf die letzten Monate, die Podcasts, hast du das so erwartet, wie es jetzt bis jetzt ist? Ist es etwas, wo du sagst, es ist irgendwie ganz lustig, ich habe ganz komische Leute da? Also kannst du es vielleicht nicht so sagen, aber ja, was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Podcasts zurückblickend schaust? Ich denke mega oft, hätte ich den Gabo nicht eingeladen. Ich habe so viel mehr Zeit im Leben. Dumme Schnurri. Nein, ich bin so froh, dass ich eingeladen bin. Danke. Nein, aber du bist wirklich eine Bereicherung in meinem Leben. Ich muss es wirklich so sagen. Jetzt wird ich noch rot. Ja, auf die Kamera. Ja, ist gut. Nein, das ist so typisch Finanzfabel. Also typischer könntest du das Projekt nicht starten. Das ist ja, ich habe mir das irgendwie in den Kopf gesetzt. Hey, ich wollte am Kanal mehr, einfach weil ich das Gefühl habe, von meinem Hirn ins Maul ist viel der kürzere Weg, von meinem Hirn in die Fingerspitze. Mhm. Zum Schreiben, zum darüber bogen.
Ich habe manchmal selber das Gefühl bei meinen Blogs, ich habe noch nicht alles gesagt, was ich will. Oder es kommt vielleicht nicht so an, wie ich es will. Weil beim Lesen kannst du es so interpretieren, wie du willst. Die Emotion. Da, genau. Und ja. Da ist eigentlich so noch eine Tonalität drin. Oder? Mhm. Man kann ein bisschen mit meiner Radiostimme arbeiten, die wir ja beide haben, so, wenn wir eine Meldung bekommen. Einfach mit dem habe ich das mal starten. Und dann ist eben, übrigens, vielen, vielen lieben Dank an Sponsor von dem Podcast. Stimmt, das wollte ich auch gerade durchbekommen. Vielen Dank an Sponsor von dem Podcast, der lieben Aargauischen Kantonalbank. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Die sind auf mich zugekommen mit einer Kooperationsanfrage. Für etwas, was wir uns nicht so gefunden haben, hat er aber gesagt, hey, schaut, ich starte einen Podcast und suche noch einen Sponsor. Oder? Mhm. Und das war für mich mega gut gewesen, weil dann habe ich den Druck gehabt, jetzt musst du liefern. Und da ist es so, ja, was machst du denn? Kaufst du mal Equipment? Ich glaube, das Equipment habe ich zwar schon gehabt. Mhm. Und dann, ja, wo fährst du denn mal an? Oder? Und ich habe so zwei, drei Leute gewusst, die sicher kommen in den Podcast. Ich habe zwei, drei Leute, die ich ums Verrecken noch will haben. Für da musst du zuerst mal ein bisschen etwas aufbauen. Zeigen, sozusagen, dass es auch. Genau, hey, es gibt im Fall doch zwei, drei Hörer, die das Ganze auch hören. Und ja, dann fangst du einfach mal an. Ich habe am Anfang nicht mal gewusst, hey, muss ich etwas vorbereiten? Ich bin eh immer unvorbereitet. Oder? das ist übrigens lustig. Der Gast, den ich am meisten vorbereitet habe, ist der Richard Schäli, eben der 14-Jährige. Weil von dem habe ich wirklich Angst. Also Richard, du siehst, hä? Dort habe ich am meisten vorbereitet, weil was will ich mich da fest? Ich bin kein Journalist. Du wieder fragen, wir wollen ja auch etwas darüber diskutieren, oder? Und es geht ein bisschen darum. Nur weil ich etwas so sehe, heisst das noch unmöglich, dass das stimmt. Das ist einfach meine Meinung, oder? Und das dürfen wir auch gerne mal sagen. Leichtest du eine Dummschnurre, so und so. Das ist voll in Ordnung, nämlich nur persönlich. Du verstehst, was ich wichtig finde, ist, glaube ich, auch generell bei diesen Podcasts oder auch das, was ich im Bankly Talk mache. Eben, wir haben wohl Wissen, wir sind Finanzplaner, bla bla bla. Aber wir möchten ja in ein Gespräch hingehen. Ein Gespräch, wie wir es jetzt miteinander auch führen. Es geht nicht darum, ich habe 50 Fragen, du musst mir die Antworten liefern. Weil das nervt mich, wenn ich so Sachen lese oder lasse. Und ich so das Gefühl habe, die kommunizieren gar nicht miteinander. Das ist ein gegenseitiges Abfragen sozusagen. Absolut. Nein, und was ich wirklich gelernt habe, ist, erstens mal, du kannst nicht erwarten für einen stündigen Podcast, dass dein Zeitaufwand eine Stunde ist. Du kommst nicht da rein, zack, Mikrofon an und es läuft. Also das ist ein halber Tag ist weg für eine Aufnahme. Und dann haben wir sie noch nicht aufgeladen. Ja. Gell? Aber du hast einen brutal intensiven Austausch. Also weißt du, da bist du weit weg von Smalltalks mit den Leuten. Ich habe es noch keiner gefragt und wie ist das Wetter. Also du hast ein Vorgespräch, wo ich aber denke, du musst das schlechtens alles aufnehmen, das ist so interessant. Das wäre schon genug Material. Die Vorgespräche sind aber mega wichtig, also das habe ich gelernt. Das Gespräch selber ist dann viel besser, wenn du dir mehr Zeit lässt für das Vorgespräch. Ich meine, wenn du dich jetzt zurück erinnern, unser erstes Gespräch und wir zwei jetzt, wo wir uns kennen, ist total anders. Und auch im Nachgang kommt noch mal so viel, wo du wieder denkst, fuck, ich sollte das Zeug wieder anlassen. Also, zum Beispiel der Pascal Hügli, der Kryptowährungen und Bitcoins. Wo übrigens auch schon bei uns im Clubhaus war. Genau. Da bin ich nicht so dabei. Du. Hey, was der mir noch alles erzählt hat, wo das Mikrofon abgestellt war, ist einfach ein Beispiel. Relay-App hat er im Podcast innen selber nicht erwähnt. Relay ist eine App, wo du automatisch kannst ab 10 Franken sogar wöchentlich Bitcoin kaufen. Ich meine, schau, das sind so Mini-Beträge. Aber jetzt bin ich mega froh, wo man von 64'000 schnell halbiert hat, dass ich jede Woche 100 Franken investiert habe. Genau. Ja, wie der klassische Cost-Average-Effekt. Sparplan. Und das ist übrigens auch so eine Geschichte. Ich glaube, alle wissen da, wie viel ich investiere. Also ich investiere ja 4'000 Stutz. Gerade wenn der Lohn kommt, gehen zum Swissquote, 3'000 Franken davon werden gerade investiert, 1'000 Franken bauen wir eine Cash-Reserve auf.
Säule 3a jeden Monat und so weiter. Sparen sonst noch. Und jetzt habe ich mir einfach nochmal einen Sparplan Bitcoin gemacht. Mhm. 100 Stutz im Monat sind auch wieder 400 Franken im Monat. Also 100 Stutz in der Woche in dem Fall? 100 Stutz in der Woche, Entschuldigung. Okay. Ich merke das nicht. Mhm. Nicht, weil ich so viel verdiene, sondern einfach, es ist automatisiert. Es wird abgebucht. Im ersten Monat hast du es gemerkt, im zweiten Monat denkst du, wieso habe ich jede Woche 100 Stutz weniger bekommen? Und dann irgendwann ist es ist halt so. Du hast dich daran gewöhnt. Ja, ich habe es automatisiert. Aber zurück zu dem Podcast, Gäste, Entschuldigung. Das ist ein mega intensiver Austausch und es irgendwie verbindet es auch. Mhm. Du hast auch nachher mehr Austausch, du reagierst viel mehr auf Posts, LinkedIn-Beiträge, Podcast-Folgen. Du reagierst viel mehr auf die Leute. Es schweißt dich so ein bisschen zusammen, oder? Und ich muss auch sagen, ich baue mir da ein super Netzwerk auf. Mhm. Also, egal was der Podcast schlussendlich bringt, mit den Gästen, die ich jetzt schon habe und im guten Austausch gehabt habe, du baust da wirklich etwas auf. Ist nicht auch, also das absolut bin ich zu 100% der gleichen Meinung. Nochmal, es ist viel mehr Arbeit, x-faches mehr als die Stunde, die ihr hört. Übrigens auch hier als Tipp wieder, ich würde den Podcast in 1,5-facher Geschwindigkeit hören, weil eben Zeit ist Geld. Habe ich jetzt also auf dem Weg hierher. Der Podcast, den ich von dir gehört habe, ist auch... Hast du das wirklich mal gesagt? Ja, ich muss wieder zugeben, der Boomer. Wie du mir ja dann sagst, obwohl ich nicht Boomer bin, ich bin Generation X, möchte ich es nochmal betonen. Aber der Fabio ist dann da am Herd. Genau. Nein, das ist durchaus... Aber das ist ja genau der Punkt, den ich vorher auch angesprochen habe. Man profitiert... Also jetzt bei uns zwei, wir profitieren ja gegenseitig voneinander. Absolut. Und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt glaube, also eben bei mir bei den Bankly Talks, bei dir jetzt mit diesem Podcast, mit jedem Gast lernst du wieder dazu. Und du lernst Sachen dazu, wo du sagst, nein, ist nicht meins. Und das ist völlig okay. Und du lernst Sachen dazu, wo du sagst, wow, cool, kann ich mitnehmen für mein eigenes Leben. Und ich glaube, das ist ja schon auch etwas, das sieht man im ersten Moment gar nicht. Du hast es jetzt indirekt angesprochen mit dem Netzwerk, das du dir aufbaust. Aber was das alles für dich in der Zukunft, sei es an Wissen oder eben an Netzwerk bedeutet, das kannst du heute noch gar nicht abschätzen. Absolut. Und was ich eben auch muss sagen ist, jetzt hier sieht man es auch mal, wie fest wir uns anschauen. Mhm. Ich glaube, in einem normalen Gespräch schaust du Menschen nicht so fest an. Wie, es ist mega anders, wenn du so ein riesen Mikrofon vor dem Mund hast und Kopf vorne drauf. Es ist so intensiv. Das finde ich ein mega cooles Gefühl auch. Weißt, ich glaube, wegen dem fühlst du dich auch so wie verbunden nachher. Ja, also, als ich das erste Mal da innen gesessen bin und mir dann angefangen mit dem Podcast, und das war, glaube ich, wirklich das erste Mal so gewesen, das Setup für mich. Einerseits, du hörst dich selber ja viel anders, finde ich. Und auch, ich nehme dich viel intensiver wahr, weil einfach alles andere ist wie ausgeschlossen. Und das gibt wirklich so einen Bubble, wo du drinnen bist. Und das ist ja, glaube ich, auch so... Vor allem so, in dem Kämmerli da. Das ist ja nicht gross, oder? Darum sind ja dann die Podcasts bei dir auch nicht nur 20 Minuten, sondern die gehen dann... Ich muss eben auch noch sagen, ich bin erstaunt und sehr, wirklich extrem dankbar, wie viele Leute den Weg auf Lenzburg auf sich nehmen, weil wieder der Richard Schäli ist von Zug angereist als 14-Jähriger. Ja. Für ihn wäre ich sogar noch auf Zug gegangen, einfach so 14-Jährige kannst du nicht auf Lenzburg kommen. Ich habe einen Podcast mit einem Nationalrat, der zuerst online macht und zurückgeschrieben, hey, mega cool, bist du überhaupt bereit in meinen kleinen Podcast zu kommen? Aber sorry, online, da ist mir einfach die Qualität zu schlecht. Kleine Seitenhieb an dich, Nico Vogt. Ich weiss, du machst es online. Ich weiss auch, warum du es machst. Wegen dem finde ich es gleich wieder geil. Aber einfach so die Qualität dazu hast und eben die Intensität von dem Gespräch geht sonst verloren. Ja. Und er hat doch auch zugesagt, dass er will auf Lenzburg kommen. Und das ist dann schon krass. Auch so ein Learning, wenn du etwas von jemandem willst. Frag doch einfach. Mhm, probier es. Ich kann höchstens Nein sagen. Das ist nicht schlimm, oder? Wenn es dann mal Nein ist. Ja. Ja, das ist so da, wo ich rausnehme von dieser Tätigkeit, von Podcast-Aufnahmen. Also ich möchte es nicht missen in meinem Leben, auch wenn ich auch, muss ich ehrlich sagen, immer wieder einen Druck innerlich habe. Fuck, du musst die Woche wieder ein Episode draufladen. Und ich glaube, als ich das erste Mal einfach keine Episode draufgeladen habe,
ist der Druck völlig weg gewesen, also, weißt du, das verträgt es einmal eine Woche. Die Welt hat trotzdem weitergetragen. Ja, also, ich war erst dumm, dass sie es gemacht haben. Aber, Wir haben wieder ein bisschen oben herholen. Nein, einfach, und wir schreiben eben mega viel, hey, ich lasse deinen Podcast, weil du so viel bringst. Weißt du, wenn du mir alle drei Monate einen aufladest, muss ich auch sagen, ja gut, für das starte ich so ein Projekt. Damit. Ja, okay. Aber so, ich glaube, wenn es mal eine Woche nichts gibt, ich glaube, das wird mir verziehen. Ja, also wenn das nicht möglich ist, dann, ja, dann sind das auch nicht die richtigen Höhen. Aber ich bin voll im Zeitplan, weil das Ziel ist 40 Podcast-Folgen dieses Jahr. Mhm, bei wie viel bist du? 18, glaube ich. Okay, wir haben jetzt, was ist heute, 11., 12. Anfang Juni. Mitte Juni, ja. Jetzt baller ich noch schnell zwei raus bis Ende Juni und dann sind wir eigentlich schon halbjahresgerade. Richtig, dann bist du auf der 20 und dann hast du noch mal ein halbes Jahr, genau. Zeit zum... Weißt du, ich könnte ja auch jedes Mal selber mit mir eine Folge machen, aber ich sage, da habe ich mir wirklich reserviert für Themen finanzielle Bildung, wenn es gerade wichtig ist. Ja, oder als Vorbereitung, wie zum Beispiel mit dem BVG-Thema. Ich glaube, das war ein Symptom gewesen von mir. Nein, ich glaube, es ist, weil du kannst ja sonst, oder sonst müsstest alles in den Podcast integrieren, also der eine, und ich glaube, dann ist es einfach too much information, um es überhaupt mitnehmen, und so kannst du es wirklich happy-wise bringen, und das andere ist halt auch, und das ist wirklich, finde ich jetzt auch noch wieder etwas bei dir, das schätze ich sehr, auch wenn wir zum Beispiel einen Clubhouse-Tag machen, du kommst ja dann immer, und ich habe so das Gefühl, du hast wie so ein Gespür für das, wenn jetzt irgendein Fachbegriff genannt wird, bist du der Erste, der gerade sagt, das noch schnell kurz erklärt. So. Aber hast du das auch trainiert? Ich bin der Lehrer einfach immer geschlagen worden, wenn ich das Ausdruck Nein, ich habe wirklich... Also deinem Lehrmeister möchte jetzt einen Gruß ausrichten, als Dankeschön, oder? Wie muss ich das verstehen? Wegen dem Schlagen. Lieber Markus, danke vielmals, hast du mich 3 Jahre ausgehalten. Ich weiss, es ist nicht immer einfach gewesen. Und da meine ich jetzt wirklich ernst, ich bin... Ich war kein guter Lehrling, ich war so Durchschnitt. Okay. Aber der untere Durchschnitt, ich bin auch nicht für Schaffen gemacht, muss ich so sagen. Aber das war wirklich ein strenger, aber fairer Lehrmeister. Und dort waren wir wirklich so, hey, hört auf mit diesen Fachausdrücken. Also weißt du, schon nur Abkürzungen. Ja. Das war No-Go. Okay. Das heisst im Fall Privathaftpflicht, nicht PH, wenn du mit dem Kunden redest. Auch wenn wir zwei... Nur PH würde sagen, oder? Also, das war wirklich so da, da ist man ein bisschen eintrimmert durch und es macht auch voll Sinn. Mhm, absolut. Oder, und ich sage, es ist immer ein Absenderschuld, wenn du etwas sagst. Oder, du bist verantwortlich dafür, wie es beim Empfänger ankommt. Oder? Und wegen dem, gebt euch ein bisschen Mühe im Leben und sorgfältig eure Wörter wählen und dazu gehören eben, dass man keine Fachausdrücke braucht. Aber es ist natürlich schon so, wenn jetzt zwei Profis miteinander reden, für die, die das Video nicht schauen, ich habe gerne sehen. Ja, ich habe es auch gerade gefängt. Hört auf mit den Fachausdrücken. Was soll das? Wer will den beeindrucken? Oder? Ich meine, logisch, untereinander geht es schneller. Ja, aber in der Beratung oder wenn du mit Leuten redest, bringt es einfach nichts. Die hängen ab. Ja, ich finde auch, wenn ich jetzt Radio lasse oder so etwas und dann werden irgendwelche speziellen Begriffe genannt, dann denke ich immer so, bin ich jetzt echt der Einzige, der das nicht versteht? Hey, dort bin ich mir im Fall zu 99,9% sicher, sie verwenden den Begriff, weil sie selber nicht wissen, was es heisst und sie es nicht anders ausdeutschen können. Da bin ich mir so sicher, dass okay, das ist die Meldung, die man sollte bringen, weil irgendwie ist ja das auch gesponsert bei irgendjemandem hinten durch. Was heisst das? Ja, komm, wir sagen es einfach so, dann ist es sicher nicht falsch. Das tönt gut. Ja, voll. Ja. Bin ich mega überzeugt davon. Aber ist das etwas, wo du dann, hast du das dann wirklich von der Lehre aus mitgenommen, dass du gesagt hast, wenn jetzt eben auch sonst in den Gesprächen jemand so Fachbegriff nennt, dass du vielleicht das hinterfragst und sagst, was meinst du genau? Oder respektive jetzt eben auch bei den Gästen oder auch eben bei mir im Clubhouse oder wenn wir sonst reden, immer wieder darauf zurückkommst und sagst, wir müssen das noch schnell klären, weil das ist für alle nicht klar. Ist das mittlerweile dein Mindset? Hast du schon mal gehört, dass wenn du etwas nicht einfach kannst erklären kannst, hast du es selber nicht gecheckt. Mhm. Das ist mein Mindset. Okay. Ich habe den Anspruch an mich, dass ich so gut bin im Beraten und in den Finanzen. Und übrigens, Beraten, Finanzen ist nicht nur
du musst das ganze Drei-Säulen-System kennen, sondern auch die menschliche Seite. Ja, das ist sehr wichtig. Viel wichtiger. Ja. Du musst es den Kunden anpassen können wiedergeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Skill oder ein Talent, das ich vielleicht irgendwie habe, von Natur aus, aber eben auch sicher in der Lehre mitbekommen habe. Redet Deutsch mit den Kunden, nicht Fachchinesisch. Ja, das ist einfach das. Also, das finde ich jetzt eine der wichtigsten Botschaften, gerade jetzt vielleicht alle Finanzberater oder Planer oder die in diesem Bereich tätig sind, eben, dass man den Punkt, den Mensch, wir müssen ja den Menschen ins Zentrum stellen in unserer Beratung und nicht die Kreiber zahlen. Die sind, eben, ich habe ja da letztens bei Judith Wernli im Radio SRF 3 das Gespräch dafür führen, wieso ich meinen Job so gerne mache. Und sie sagt, ja, gell, du liebst Zahlen. Und ich habe wirklich so lachen, so, nein. Vor allem für mich ist es lustig. Ja. Ja, nein, erzähl, komm, bring deine Gedanken. Oder deine. Ich liebe wirklich Zahlen. Das ist bei dir mehr, gell? Ja. Nein, nicht mehr. Ich liebe wirklich Zahlen, aber ich liebe auch das Gespräch mit dem Mensch. Ja. Ja. Ich glaube, ich könnte nur Aufnahmen machen und Präsentationen. Ich glaube, das wär allen am meisten tiert, wenn ich es so würde machen. Genau. Also irgendetwas machst du gleich auch richtig, dass du nachher dann auch eine Beratung durchziehen kannst. Ja, nein, der Punkt ist der, dass eben, für mich sind Zahlen jetzt nicht die Liebe in dem Fall, oder Liebe ist ja immer so ein grosses Wort, aber einfach der Bezug ist bei mir ein anderer. Aber das, was ja auch die Rückmeldung ist, schlussendlich von den Kunden ist, die menschliche Seite, dass man zulässt, dass man auf das eingeht, was ihre Bedürfnisse sind. Und eben auch, das ist das, was ich vorher gebracht habe mit der Rendite, wenn du 10% plus hast. Und ja, was bedeutet das? Dann ist es, glaube ich, definitiv auch uns Fachpersonen, auch denen aufzuzeigen, was sie jetzt an Möglichkeiten haben und das auch zuzulassen. Und nicht das Gefühl haben, ja nicht, weil jetzt müssen sie noch mehr sparen und bla bla bla. Nein, das ist ja nicht die Idee. Und das ist auch noch etwas, was ich finde, meine Kunden kommen da und sagen, Herr Aschbaum, wissen Sie, es ist jetzt, und du merkst, der Druck ist da richtig um. Ja, wir haben uns jetzt hier noch das Auto oder keine Ahnung was geleistet. Wir wissen, es ist jetzt eine Ausgabe. Und so. So im Sinne von, es sind jetzt meine Kinder, wo ich jetzt, und jetzt gibt es einen Schimpf vom Herrn Gaspar oder vom Gabo. Überhaupt nicht. Es hat immer logischerweise eine Konsequenz, aber ich sage immer, ja, es ist doch völlig okay. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob es bei dir geht, bei mir ist es dann so, in der Beratung sage ich dann aber, also schauen Sie, da haben wir das Geld und bla bla bla. Und irgendwann merke ich, Entschuldigung, also es ist ja Ihres Geld. Aber ja, ich bin so identifiziert. Ja, ja. Und dann lachen sie auch und sagen, nein, Sie sind Gaspar, wir merken, Sie sind bei uns. Ja, das ja. Aber das passiert dann auch so im Finanzplan. Ja, und dann verkaufen wir denen noch ihr Haus, oder? Und kaufen denen eine kleinere Wohnung und dann lösen wir sie auch. Was noch mehr? Ah, das haben sie noch nicht. Das ist ja der kleine Ziel auf der zweiten Seite, wo es steht. Genau. Schau jetzt das an. Jetzt hat es gerade einen neuen Follower gegeben. Erklär das noch ganz schnell. Die es sehen, die es jetzt die, die's hören. Ja, ganz, ganz dumm. Ich finde es cool. Podcast. Wenn sie so rattert wie vorhin, ich habe da hinten so einen Instagram-Counter aufgestellt. Und immer wenn ich einen Follower mehr habe, oder einen sich wieder verabschiedet, gibt es ja auch, dann rattert das so mechanisch. Das ist der Insta-Zähler. Und ich werde es dann immer kommentieren, ob jetzt ein geschätzter Follower mir dazugekommen ist oder ob mich irgendein Bot wieder verloren hat. Also es ist jetzt der Fall. Ein Bot sein, der mich verloren. Wir danken dem Follower, dass er jetzt beim Fabio auf dem Instagram-Account ist. Und ja, dort übrigens machst du sehr gute Posts. Also eben, du bist extrem breit unterwegs mit dem Finanzfabio. Ja? Wir sind schon bei einer Stunde und 8 Minuten. Ich sehe dich. Okay, ja. Danke. Wenn du Fragen hast, gell? Ja, du, das ist ja der Punkt. Du hast mich ja gefragt, habe ich Fragen? Und, du bist auch nicht vorbereitet. Nein, logischerweise mache ich das wie du, darum verstehen wir uns auch so gut. Respektive bin ich es gewöhnt. Und, ja, der Punkt war ja, wieso ich dir gesagt habe, hey, lass uns doch mal nochmal einen Podcast machen. Es ist nicht darum gegangen, dass ich jetzt hauptsächlich ich darf nochmal in deinem Podcast drin sein, sondern weil ich finde... Dürftest du auch. Danke. Aber nein, mir geht es wirklich darum, weil ich finde, du sollst mal noch wieder mehr erzählen, dass auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer dich nochmal vielleicht ein bisschen wahrnehmen. Und eben auch die Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, das finde ich mega wichtig. Und jetzt anstatt, dass du einfach selber ins Mikrofon hier redest, seid ich jetzt noch da und da wir ja dann noch dumm schwätzen miteinander, perfekte Mischung, also von dem her. Nein, man behalten die Zeit im Griff. Nein, für mich ist es noch so,
Jetzt sind wir eben in der Mitte von diesem Jahr. Was sind so, wenn jetzt vielleicht für die deinen Podcast hören, die deine Blogs schauen, hast du gerade so aktuelle Themen, die dich stark beschäftigen für die Zukunft? Jetzt abgesehen von der AHV, Pensionskasse, das wissen wir, das hast du jetzt ja auch x-fach behandelt. Ja, ich bin an zwei Online-Kursen dran. Einen in einer Zusammenarbeit mit dem, darf ich das schon sagen? Ja, du sagst es einfach nicht. Bin ich einfach nur Experte, also das Wort nicht so gerne, aber fachliche Unterstützung machen. Genau, in diesem Online-Kurs geht es darum, Startups, also wie gründet man eine Firma, was musst du so beachten, und eben der finanzielle Teil und die Versicherung und so, der landet bei mir. Und selber bin ich noch mit meinen sehr geschätzten Kollegen von Finanzzeitung, das ist ein Instagram-Account, den ich euch sehr empfehlen kann. Ja, wirklich coole Content. Mega cooler Content und auch sehr, sehr regelmässig. Mhm. Die unterstützen mich auch, wenn ich ein bisschen Content brauche, darf ich fairerweise auch sagen. Mit ihnen bin ich am Online-Kurs dran, Finanzen in der Schweiz in den Griff bekommen. Mhm. Und dort geht es wirklich darum, dass, wenn du dir den Online-Kurs gönnst, ich sage jetzt wirklich gönnen, weil er wird fairerweise auch nicht ganz günstig, weil wir wirklich brutal viel Zeit und Wissen rein investieren, darf ich wirklich so sagen. Dort ist eigentlich das Ziel, wenn du den besucht hast, dass du eigentlich nie mehr einen Berater brauchst. Also ich mache uns zwei, blöd gesagt, arbeitslos. Und da geht es ein bisschen darum, das kennst du ja auch, wie alt sind unsere Kunden so im Schnitt? Die sind 50 drauf, eher 55 bis 60 als 50, also eher die Grad. Und was wir ja dort machen in der Finanzplanung, ist ja nur noch, wir können nur noch etwas optimieren, wie klein. Sind wir ehrlich. Pensionskasseneinkäufe. Ajustierungen, genau. Genau, noch ein bisschen Steuersparen und so, dass wir noch ein bisschen etwas rausholen, bis sie dann wirklich pensioniert werden. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist 25, hast deine Weiterbildung, vielleicht einen Bachelor oder einen HF abgeschlossen, hast vielleicht Teilzeitpension geschafft und jetzt verdienst du erstmal so richtig, das heisst 100% plus eine Lohnerhöhung wegen deiner Weiterbildung und du willst ab Tag 1 deine Finanzen richtig im Griff bekommen. Mhm. Wenn das dein Ziel ist, gehen wir den Online-Kurs nach denen von mir und von der Finanzzeitung. Weil dort lernst du wirklich alles von. Einfach alles. Einfach das System, die Überblick funktionieren, Steuern, Steuern sparen, Budget. Einfach die ganze hohe Palette, die es gibt, Money Mindset, haben wir dort reingepackt. Das wird wirklich ein grosses Ding, sind wirklich fleissig dran. Ich hoffe, ich bringe den noch raus bis Ende Jahr, weil eben mit Baby zuhause ist alles ein bisschen anders, was ich müssen lernen musste. Aber da wird willkommen in der Welt, ja. Genau, da wird eine gute Geschichte. Ja. Aber das heisst, also andersrum gesagt, ihr geht die Arbeit respektive die Inspiration in der nächsten Zeit nicht aus. Das kenne ich. Zu viele Ideen im Kopf, die zu wenig Zeit dafür respektive eben. Das ist ja schon auch noch ein Punkt, vielleicht jetzt zum Abschluss zu kommen. Bei aller Freude an der Arbeit und so weiter, und du hast das ja jetzt während unserem Gespräch mal kurz angetönt, die Geschichte von dem Kind, wo ja dann sagt zum Vater, hey, ich kaufe die Zeit, und es geht ja da generell um unsere Zeit, ob jetzt mit Kind, mit Partnerin, Partner oder auch nur für uns selber. Ich glaube, das ist ja auch extrem wichtig, dass wir uns das immer wieder rausnehmen, weil wir haben das Leben, wir haben das grosse Geschenk, dass wir hier in der Schweiz leben dürfen, dass es uns mehrheitlich sehr, sehr gut geht. Jetzt haben wir sogar Sonnenschein, es ist schönes Wetter, endlich das Jahr. Ja, und dann ist es auch wichtig, eben nicht nur den Finanzen nachrennen, sondern auch irgendwo das Ganze auch ein bisschen geniessen können. Finanzen nachrennen ist sowieso ein ganz, ganz schlechter Ausdruck, aber wenn du den Finanzen nachrennst, rennen sie davor. Du das Geld willkommen heissen, der kommt selber. Auch da sind wir wieder beim Money Mindset. Voilà, genau. Nein, da hast du absolut recht. Und die Gedanken habe ich mir natürlich schon während der Schwangerschaft gemacht. Hey, Finanzfabrik, so kann es nicht weitergehen. Das ist einfach nicht möglich. Das ist nicht fair deiner Familie gegenüber. Das ist schlicht nicht fair. Und da habe ich mich angefangen, das ist jetzt wieder so ein bisschen Selbstentwicklung, sage ich jetzt mal. Also selber arbeiten, genau. Ja. Outsourcen. Ja. Outsourcen, was geht, abgeben, was geht, was ein
was ein riesen Lernbereich ist, du dir mal überlegen, einfach so spontan, was könntest du abgeben. Mhm. Weil du hast bei allem das Gefühl, ja, aber ich bin ja der Finanzvorbe, das kann nur ich machen. Wenn ich es nicht mache, dann kommt es nicht gut. Die Wahrheit ist alle, es merkt es alle nicht mal jemand, solange du noch eine grobe Übersicht hast und die Sachen richtig instruierst. Also jetzt einfach ein Beispiel, was ich auch outsourced habe. Wir haben ja gesehen, Sweet Design auf Instagram. Mhm. Die schreibe ich immer noch alle selber, bis auf, in der Regel Donnerstag, letzte Woche hat es ein bisschen durcheinander gegeben, die Börsenzitate. Oder? Mhm. Die habe ich rausgesucht, ganz billig, auf einer Internetseite, sind da ganz viel aufgeführt. Habe jemanden von Fiverr angestellt und gesagt, look, ich hätte gerne 130 Börsenzitate so dargestellt. Aufbereitet. Wie ich es darstelle, jetzt mit dem neuen Design, ist ja nicht so eine Kunst, ehrlich gesagt. Zahl der 100 Stutz dafür, ist gut. Mhm. Jetzt habe ich etwa 100 Franken gezahlt, also wieder Geld investiert in mich selber und habe dafür einen Tag Content. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber es sind 17% weniger Arbeit. Mhm. Und wenn du das ein bisschen skalieren kannst, oder an dem arbeite jetzt, das aufzuskalieren, mehr outsourcen, ja, dann habe ich das Gefühl, dann habe ich doch ein paar Stunden geredet für mein Kind, auch wenn ich selber für Zeit zahle. Und es ist mega lustig, wenn ich es jetzt gerade so erzähle, ist es wieder, ich nehme Geld, 100 Franken, und tausche sie gegen Zeit. Nur mit dem, nicht, dass ich arbeiten für Geld, sondern ich lasse jemanden arbeiten für Geld, damit ich Zeit habe. Ja. Dann den mal sinken. Aber der ist wichtig. Der ist effektiv wichtig. Ja, und das ist so der Switch auch von möchte gerne selbstständig, weil ich bin immer noch 80% angestellt. Und fairerweise auch sage ich, es meinen immer alle, ich mache nur Finanzlage. Das ist nur drin, genau. Das ist so ein kleiner Switch von selbstständig oder teilselbstständig ins Unternehmertum. Mhm. Du lässt für dich arbeiten. Mhm. Und ich glaube, der Schritt, der wird je länger, je mehr kommt das eigentlich. Was ich natürlich nicht kann outsourcen, ist der Podcast. Also weißt, ich kann nicht logisch dich da anstellen und einen Gast und sagen, nein, das ist dein... ich bin der Finanzvorbereiter, wir reden über Geld. Das geht nicht. Aber was ich könnte outsourcen zum Beispiel, ist, wenn die Aufnahme fertig ist, ich könnte sie jemandem geben, der sie aufladen. Ja. Und er soll schnell den Text dazu schreiben. Also weißt, ich mache das mit dem Bänkli-Tag. Ich habe meinen Bruder, der die ganze Produktion macht. Herzlichen Dank nochmal, Attila, für das. Und ich zahle ihn auch für das, also das ist mir ganz wichtig. Weil ich durch das nicht mich noch mit dem Zeug muss auseinandersetzen muss und er das einfach auch besser, er sieht es, er macht es und so weiter. Und das bin ich mega froh und gibt mir wieder Zeit für anderes, wo auch mein, ich sage jetzt mal, mein Talent sozusagen liegt. Oder? Und das, ich finde das jetzt auch, ich bin ja schon länger Unternehmer mit Assistenz und Zeug und Sachen. Und ich bin auch jemand, der findet, also ich tue gerne delegieren, ich gebe auch gerne das Vertrauen in die Person, weil ich finde, ich gönne ja durch das und ich könnte mir heute, wir haben eine wunderbare Assistentin bei uns, herzlichen Dank auch nochmal für deine Arbeit, weil ohne das, es geht gar nicht. Ich habe keine Chance und das sind viele kleine Puzzleteile, die man gar nicht sieht am ganzen Tag, aber das ist so wichtig, auch wenn man Unternehmer will sein, dass man sich bewusst ist, man ist in vielen Bereichen ersetzbar. Andere können das genauso machen. Der Nicolas Henni hat da mal einen ganz guten LinkedIn-Beitrag geschrieben. Hey, wenn du nur im Unternehmen arbeitest, kannst du nicht mehr am Unternehmen arbeiten. Ja, voilà. Und bei mir ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich sage, muss jetzt eigentlich, wenn die ganze Online-Kursgeschichte durch ist, muss ich nicht mehr am arbeiten, sondern dann wollte ich einfach mal einen Schritt hindern, nicht mehr so viel im Unternehmen arbeiten, einfach für meine Familie. Ja. Also, um mir nachzudenken. Fabio, das ist eine perfekte Möglichkeit, um das Gespräch langsam richtig Abschluss zu bringen, weil sonst sind wir schon bei Stunde 18 Minuten, unglaublich. Ich glaube, es gibt dem gar nicht viel mehr hinzuzufügen, weil schlussendlich ist Zeit das Kostbarste, was wir haben. Und ich merke selber, ich bin jetzt ein paar Jahre älter wie du, und wenn ich so, und ich sage es nur aus dem Grund, dann sage ich irgendwo so, ja weißt du, habe ich mal vor 25 Jahren habe ich das gemacht. Und dann merke ich wieder, wie die Zeit läuft. Und das ist wirklich einfach das, was ich dir nur als ein bisschen älterer Mensch darf mit auf den Weg. Und darum bin ich froh, dass du jetzt so Anspruch hast. Ja, und viel, ja, lassen wir es. Nein,
wichtig, dass du das machst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke auch. Ich danke dir für die Freundschaft. Ich wünsche deiner Familie nur das Beste. Und bleib vor allem eben gesund, weil ohne das geht es nicht. Und ich freue mich auf weitere Morgentelefon und sonstige Gespräche und was wir noch alles sonst werden machen. Ich würde auch gerne. Herzlichen Dank. Hey, jetzt... Aber du hast jetzt den Weg auf dich genommen, um da hinzukommen. Aber willst du noch mal schnell Werbung für dich machen? Ach so. Und für den Weinclub.ch, nicht vergessen. Ja. Genau, der Weinclub.ch. Wieso erwähnst du den? Weil der Weinclub.ch, die Internetseite, könnt ihr wunderbar Wein posten. Und die sponsoren mich beim Clubhaus, weil wir so witzigerweise angefangen haben, ich trinke ein Glas Wein und er trinkt, also der Fabio trinkt ein Bier. Und der Wein, genau, und ich trinke ab und zu auch zwei Glas Wein und danke nochmal vielmals für das, also geh auf weinclub.ch. Mich selber, ja, Bänkli Talk kommt nächste Woche der nächste raus. Weitere werden folgen, sind schon sozusagen Termine reserviert. Ich muss immer auf gut Wetter hoffen, weil die sind draußen. LinkedIn könnt ihr mir gerne folgen, Insta, wenn ihr auf Insta mir folgt, findet ihr sehr viel Bänkli, lustigerweise. Und die Firma, wo ich Teilhaber bin, wo wir jetzt vorher auch diskutiert haben, ist Allfinanz und Treuhandgruppe. Und eben, wie gesagt, wir machen Pensionsplanungen, Finanzplanungen, alle Bereiche begleiten die Menschen auf dem Weg in Ruhestand oder auch noch Jüngere. Ja, herzlichen Dank. Bitte. Dann mache ich noch schnell Werbung für Finanzfabio. Besucht meinen Blog finanzfabio.ch. Bin auf Instagram auch aktiv mit einem guten Redesign, wo mir auch sehr viel Spass macht. Den Podcast, den ihr da gehört. Ich glaube, das könnte ich noch auf YouTube landen. Auf YouTube gibt es auch einen Channel von mir, der nicht so best bewirtschaftet wird, weil es einfach viel zu viel Zeit ist. Und wie wir heute gelernt haben, Geld habe ich aber keine Zeit. Ja. Nein, darüber sprechen wir alle. Aber ich glaube, wenn wir es schon haben, könnten wir es auch aufladen. Ja, sind gespannt auf den Online-Kurs. Und abonniert doch den Finanzfabio-Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr bei Apple Podcast sind, lasst doch gerade noch eine Bewertung und einen Kommentar lösen. Würde mich sehr freuen. Und wenn du mir folgen willst, folgen wir am besten am Mittwoch, weil dann ist die Chance am höchsten, dass wir es gerade hören im Podcast vom Instagram-Zähler. Newsletter abonnieren, nicht vergessen. Und jetzt bin ich wirklich fertig. Bis bald. Merci, hast du zugelassen. Bye-bye. Puh, Stunde 22 ist nicht schlecht.